Herzlich willkommen zurück zu Crim Dawn mit mir, dem Drake. Ja, und dem Chaos. Moin, moin. Und dem Los geht's. Und dem los geht's. Lass mal nach unten. Ja, genau. Lass mal die Map fertig machen. Also den Part der Map. Die Map ist ja an und für sich sonst zusammenhängt, das ist das Coole. Alter. Es sind gleich wieder 300 Millionen Gegner. Und das wird jetzt halt angepasst daran, dass wir Veteranen sind und wir haben Dings eingestellt. Zwei Spieler. Von daher. Ich weiß nicht, sind das im Singleplayer weniger Mobs? Das stand auch extra da, als du gejoint bist. Okay. Brennender Haufen. Könnte man ja nicht drüber laufen. Spinnen. Ich glaube, ich spinne. Wow, I believe I spider, meinst du? Oh, da ist eine Brutmutter dabei gewesen. Alter, wo kommt die denn her? Wer hat euch denn zur Party eingeladen? Keiner wollte euch dabei haben, ihr seid einfach gekommen. Die jetzt. Leute von hinter der Mauer. Ja. Jenseits der Mauer. Auf der Mauer, auf der Mauer. Nee, auf der Lauer und so. Was? Aber wo hänge ich denn hier an dir fetten Arsch oder was? Der Mollet hat dich geblockt. Irgendwas hat er übelst geblockt. Da kocht irgendwas undefinierbar Grünes. Das will ich nicht essen. Ach, Uldagu Flame Eater. Da kann man hier auf die Fresse kriegen. Da haben wir mal einfach alle Cooldowns raus. Da kann er mal gucken, wie er ist. So, was bist du hier? Grün. Irgendwas Blaues. Leather Guards. Level 23. Ja, die wären auch super. Sie sind halt nur Level 23. Vitality Damage. Aber Piercing nur so gering. Halt, ich war auf der falschen Waffe. Casting Speed. Ja. Ist ganz nett. Weißt, was man über nett sagt. Potions sind awesome, dass wir heute mal ein paar auffüllen können hier. Ich hab 30 aktuell. 26. Ja, geht ja dann noch. Ja, ich sag ja noch, aber man muss halt heute ein paar auffüllen. Ja, der nächste Boss, der vom gleichen Kaliber, wird wahrscheinlich nicht lange auf sich warten. Ja, nee. Oh, ich hasse diese Heiler, ich könnte die so klatschen. Das sind die Witch Doctors. Die nerven so hart. Ich meine, wenn du davon so viele hast, dann heilen die einfach den Gegner viel schneller, als du Damage machen kannst. Und wir entfernen uns wieder von dem Lager jetzt, aber. Die ziehen uns aber auch hin, die Säcke. Ja, jetzt kill ich die kleine Gruppe hier noch. Und dann gehen wir einfach nochmal zurück. Stirb. Du stirbst auch noch. Zack. Und jetzt das Markt. Hier ist sonst nichts weiter. Oh, ein gelbes Item. Dann am Rand weiter, würde ich sagen. Obwohl, irgendwann müsste man eigentlich auch mal. Oh, jetzt sind wir schon bei den Feldern. Nee, lass mich ja noch nicht weiter. Alter, da haben wir es einfach bitte explodieren lassen und schon ist der Bildschirm leer. Ja, wenn die so zusammenstehen, ist das ganz geil. Dann haut's richtig rein. So, die Seite haben wir jetzt also fertig. Die Felder sind dann schon kurz vor der Stadt, wo wir hin müssen. Wir müssen noch irgendwie diese Rotting Soldiers töten. Da kann es durchaus sein, dass wir dafür nochmal zurück müssen. Da müssen wir zurück. Ah ja. Das ist Cave Entrance. Ja, das klingt gut. Rein da. Burial Cave. Boom. Rotting Soldiers. Naja, wunderbar. Nice, da war einer dabei. Noch einer. Nice, sind nicht mehr viele übrig. Ich glaube, im Burridge selber gibt es auch nochmal welche. Ich denke mal, wir werden in der Höhle damit schon fertig. Nee, so rum nicht. Den Stein habe ich gar nicht gesehen.
Cold One. Ja, die ist laut. Oh, hier ist noch ein Soldier. Hier ist auch noch einer, damit haben wir das dann sogar erledigt. Gehen wir erstmal hier runter, da ist ja Feierabend. Oh, eingefroren. Der Kristalle 19. Ne, Kristalle zumindest. Ein Goldband. 1% Health Regenerated per Second. Nicht so viel. Nö, nee, aber cool, dass ein Goldband sowas gibt. Ah, ich hänge ja mal irgendwo. Könnt ihr euch mal alle verpissen hier. Alter, sind das viele. Ist doch nichts los hier in der Hütte. Ist doch nicht richtig. So, den Überseher haben wir getötet. Das wären mehr als genug Rotten Soldiers gewesen. Gazer's Eye, muss mal gucken, ob du das vielleicht brauchst. Ah ne, das ist nur weiß, schade. Weiß? Ja, du hast bestimmt schon ein besseres Item aufhören. Aber Gazer's Eye an und für sich ist... Achso, du trägst 2 Hand, okay. Aktuell 2 Hand, ja. Oh, ein Fury, der ist fies. Wenn er dich haut, dann heilt er dich. Heilt er sich heilt so. Mich? Nee, er sich... Hier wäre dann ein Ausgang. Oh, ich sehe davon einen Schrein. Sehr gut. Devotion Point. Hier oben ist sonst nix. Doch, hier ist eine Leiche. So, auch so. Den Iron Bits. Devotion Point awarded. Sehr gut. So, vorletzter Punkt im Bett. 3% of Attack Damage is recovered to health. Das ist schon mal super. Oh, sehr schön. 5% Health, 5% Defensive Ability für alle Pets. Oh, ich freue mich schon auf Twin Fangs. Da habe ich eine 50%ige Chance, wenn ich angreife, noch ein zweites Projektil zu schießen. Was mich dann sogar noch heilt. Huch, Andub. Points war genau der falsche Button. RIP. So, Auder hier? Toll. Er steht da wieder im Eingang. Gucken wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Aber wir kommen gar nicht so weit entfernt raus, das ist sehr gut. Bringen wir nicht so viel durcheinander auf der Map. Ah ja, hier sind wir jetzt rausgekommen, ideal. Oha, hat sich gelohnt. Ah ja, eine Food-Ration. Gewünscht Plating. Oh, wo kommst du denn her? Und du? Beide Wege sind eher meh. Naja, Was sind jetzt? Aber direkt die Granate ins Gesicht, Hey, bleib stehen. Schönes Gemetzel. Jo, geht. Ich wollte das mal nach hier rechts quasi abschließen, weil das jetzt dann hier nach unten wieder geht. Platzen einfach alle nur. Mod Row. Ah, da ist schon das nächste Gebiet. Neues Gebiet, da wollen wir nicht weiter. Ne, nicht wirklich. Weg, 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 pisst euch. Was macht denn hier so viel Schaden? Irgendwas hat übrigens gedamaged auf jeden Fall. Ist schon der Matt, hier wollen wir nicht hin. Ja. Okay, dann unten lang. Mehr Richtung Straße oder mehr an der Straße entlang für mich. Ja. Klatsch.
Burning Dead, lassen wir mal einen exploden. Ah, da sind das viele Gegner. Weg. Gut, dann haben wir hier rumgeschlossen. Ne, da sind noch ein paar. Ne, gut. Und dann, so, dann bam, hier weiter. Bam. Ja, jetzt geht's dann auch mehr Richtung Burridge langsam. Wieder was Blaues getroffen und wieder eine gammelige Nahkampfwaffe. Wie schon wieder was Blaues? Durch was denn? Hier ist doch nichts, was blau droppen kann. Gegner. Jeder Gegner kann blau droppen. What? Du kriegst das bei weißen und gelben? Ist leider immer das Falsche, das ist eher das Problem. Lackeskillt oder was? Nö, ich krieg halt immer den Müll. Ich krieg halt nie die Items, die ich brauche. Das ist so ein bisschen mein Nachteil. Für Level 14 in der einen Hand Axt. Wow. Hm. Ja, RIP. So, okay, dann haben wir nach hier auch. Ich will dann noch in den Zipfel. Ja, genau, in den hier. Wir nennen uns jetzt einfach um in die Explosive Brothers. Wow. Oder die Zipfelklatscher. Die Zipfelklatscher. Moldering Fields. Ja, da müssen wir jetzt aber auch hin. Okay. Was jetzt das Gebiet, wo es jetzt hingeht. Huch! Ich dachte schon, das fällt jetzt durch den Boden. Nö. Das ist nochmal. Hier. Hat sich gelohnt. Ulgrim. Ach ja. Das war unser Koch. Wir haben jetzt einen Koch in Dingsbums. Der kocht halt so verbesserte Mahlzeiten, die Buffs geben und sowas. Na, mal hin. Oh, wir haben da rechts halt noch ein riesen Gebiet vergessen, quasi. Na, rechts ist doch matt, oder? Ja, die Frage ist halt, ich glaube, das ist bloß das. Ich glaube, das ist nur das Gebiet. Ich denke nicht, dass das nach oben noch weitergeht, dieser Matt. Ich glaube, das ist nur hier so dieser Teil. Gehen wir mal am Rand ab. Hier geht's nicht hoch. Da ist bloß noch ein Untouched Meal. Alter, die Gegnerhorden. Da ist doch ein dickerer dabei, ja? Genau. Hinterm Haus hier noch ein paar Kisten von Relevanz. Kommt ein Fury. Naja, wohl. Juck mal einfach um. Haben wir es jetzt? Gut. Ab hinter das Haus. Ah, hinter das Haus muss auf deiner Seite. Weiß. Ja, da ging es eher um das eine Elixier. Lass mal noch nicht nach oben, sondern mehr nach rechts. Ich glaube nämlich oben geht auch nach Burridge. Burridge hat so ganz viele Eingänge. Ich werde nach dem Mobkopf immer wieder skillen. Mhm. Jetzt quasi. Welches Level sind wir jetzt? 17. Wollte ich das wirklich? Ist immer noch ein Cunning. Und hier skillen wir. Ja, 2 Punkte haben gereicht. Dynamite. Dynamite und Dynamite. Wo ist er? Ah, da. Da. Na, wir gehen jetzt, glaube ich, ja, Richtung Storage. Da will ich nicht lang. Ah, ja. Dann sind wir hier fertig. Ja, ist immer hier fertig. Sehr gut. Und dann wieder nach links oder was machen wir jetzt? Na, jetzt gehen wir links wieder lang, ja. Da links haben wir halt noch vor den Feldern einfach was vergessen. Wir gehen jetzt quasi hier straight runter. Oh.
wisst euch alle. Kleinere Gruppe. Ups, hängen geblieben. Ah, Baumstamm, den kann man nicht anklicken. So, hier genau, dieses Gebiet. Ah ne, da geht's ja nach unten, geht's ja noch weiter. Gut, wir gehen jetzt erstmal durch das Gebiet hier. Zeug ohne Ende. Machen wir es erstmal hier fertig. Hm, nach oben. Hier so. Liegt auf jeden Fall ein Diary drin. Oh Gott, wieder Schwärme. Ja, ich sag mal, dieses Gebiet ist recht fies. Also hier sind wir zumindest fertig. Hier kommt nochmal eine Straße. Die können wir als Grenze nutzen. Ah, das ist die Straße. Okay. Um. Um? Was denn um? Nee, bum. Ach, bum. B-U-M. Hier muss noch was drinnen liegen. Warte mal ganz kurz. Da. NS Diary. So, das war nämlich das Problem an diesem Gebiet hier, an diesen Outskirts, die sind auch genau, die gehören für mich auch noch zu diesem... Oh, Moment. Was macht er denn? Achso. Ja. Miester. Ja. Da hat er genossen. Ist nix, okay. Müssen jetzt langsam mal wieder auf die andere Seite der Straße. Ja, ja. Sind wir auf dem Weg. Das zählt für mich genau noch so schlimm wie die Sümpfe eigentlich. Wird's irgendwann besser? Es wird dann noch besser, ja. Es wird halt echt erst nach Burridge wieder besser. Ist halt furchtbar, dieses Gebiet. Weil es halt auch ewig lange dauert. Und so wirklich richtig, richtig weitläufig ist. Und du kannst in dem Spiel nichts übersehen. Also, du darfst nichts auslassen. Das ist halt furchtbar. Ach, jetzt kommen die Carrion Raptors. Wird instant gebannischt, wenn du was auslässt. Ja, und auch hier das, was ich halt meinte, gleich wieder ein paar neue Gegnersorten reingepackt, damit es halt nicht so langweilig wird. Hm. Ich guck mal noch in die Ecke ab. Haben wir nichts mehr, oder? In der Ecke? Nö, nicht mehr. Nee. Ah, Baumstumpf. Da war noch ein Stamm, oder? Ja, der ist auch clickable. Sag doch, man darf hier nichts auslassen. Ist hier unten noch was? Nee. Machst du eigentlich Traumaschaden mit irgendwas? Was ist Traumaschaden? Das ist eine spezielle Kategorie. Die macht halt der... Wow! Die macht der Dings zum Beispiel für der... Ether-Typ. Oh. Ich wüsste nicht, was Traumaschaden ist. Hier ist nochmal also. Shit gedroppt, ne? Ich weiß nicht, ob du da was dabei nochmal? Hattest. Ja. Alter. Na, jetzt geht doch an die Foodrats. Nehme ich Pech. Aber wie komme ich hier wieder raus? Oh, hier ist ein Name dabei. Sehr gut. Boom. Kriege ich denn hier ständig Blutung? Ja, oh, ich krieg Blutung. Das war jetzt nicht ohne der Damage. Warten machen kann er. Kann man das ausstellen, dass der Bildschirm wackelt, weil ich krieg kaum was angeklickt. Weiß ich nicht. Ich fand's ehrlich. So. Neue Rüstung. Oh, ich bin schon wieder randvoll. Ich müsste eigentlich schon wieder mal zurück. Ich glaube, das mache ich auch. Wo ist er denn? Hier da rum. Ja, der rennt immer hin und her, der Kerl. So, Devil's Crossing. Können wir gleich mal nach dem Kochen gucken. Hier gibt's nix, okay. Irgendwann muss der Koch rumstehen. Oh, der Quest. Oh, tell me how did it feel. Ah, das war das, was ich meinte. Ich nehme eigentlich immer das oberste, irgendwas mit Justice. Was macht es? Was macht was? Weißt du das? Das wissen wir noch nicht, nein, aber... Ich glaube, es gibt unterschiedlich viel Reputation. Iron, 800 Iron und Scrap. Und direkt noch eine Folgequest. So, unser Verkäuferli. Oh, ihr Koch.
Der wird jetzt erstmal zugeschüttet mit Zeug. Irgendwas? Achso, der hat uns jetzt, hat mir jetzt eine Suppe gegeben, glaube ich. Wenn ich sie finde. Holgrim. Glaube ich zumindest, dass er mir eine Suppe gegeben hat. Es klang danach. Ich finde es aber nicht im Inventar. Oh, sind wir Level 17? Ja. Ich glaube, die Suppe stellt einfach nur den ganzen Kram wieder her. Was stellt er wieder her? Na hier, Stamina, Lebenspunkte und so ein Scheiß. Ach so. Okay, da geht die DPS schon ordentlich runter. 93. Ich habe aktuell halt auch keine gute Offhand, um das auszugleichen. Das ist halt immer noch nicht mal Rang 1, ey. Nee. So, ich pack mal. Was haben wir denn hier alles? Oh Gott, ich muss unbedingt mal meine Komponenten. Ups, was habe ich jetzt verkauft? Ablegen. Ja, ich lege auch gerade Komponenten ab. List of Fuhr, das ist später wichtig. Oh, nice, da kann ich sogar eins zusammenbauen. Schön Dämpfe. So, wo sind die fertigen? Ah, ah. Kann man die irgendwie? Ah, mit Shift-Klick, okay. Ja, dann lege ich erstmal die fertigen ab. Hier ist noch ein Amulett. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Ah, eigentlich können die auch hier so. Und dieses da runter. So. Alles ein bisschen sortiert. Hat der gerade was von Bravos erzählt oder meinte der Brothers? Also Bravos, ne? Falsches Universum und so. Ah, maybe. Leicht, leicht. Leicht anders. Gibt's Offense mit Bad Damage? Du hast das Portal gestellt, ne? Ja, die Fields. Doch schon. Ja, das war's Richtige. Moldering-Gedöns. Ja, und in dem Moldering-Gedöns. Machen wir wieder Folgenende. Der lädt hier sich gerade einen Wolf. Oh, wird zur Lade. Bildschirm. Gut, in diesem Ladebildschirm machen wir Feierabend. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis zur nächsten Folge, ciao.